Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Bermond Gabriel am Start mit einer weiteren Folge Pokémon Fullegin. Ja, wir waren hier auf der guten Route und wollten die mal erkunden, habe ich angesagt. Das werden wir auch tun, die ganzen Trainer werden wir dann auf dem Rückweg bekämpfen. Und irgendwas ist da links. Das rieche ich. Habe ich meine Nase drin. Da war auf jeden Fall was. Verdammt. Hat keiner gesehen. War da gerade ein Roselia im Hintergrund? Ich meine, ihr könnt ja nochmal zurückspielen, aber ich glaube, da war ein Roselia im Hintergrund. Hier haben wir Skillswap. Okay, brauchen wir nicht wirklich. Hat sich die Route schon geändert? Ich glaube nicht. Ist immer noch dieselbe. Oder die gleiche, je nachdem, was stimmt. Grunic Town. Ist hier Grunic? Sind wir gleich hier? Okay, also wurden uns einfach wieder Steine in den Weg gelegt. Pun intended. Oben ist ein Ausguckplatz, eine Ausguckplattform. Können wir mit dir tauschen? Meine Pokémon... Die Asche meiner Pokémon ist im Pokémon-Turm. Verstaut. Du kannst diese Themen haben. Ich brauche sie nicht mehr. Und? Was haben wir denn? Oh, Return. Oh, das ist... Irgendwie ist das putzig. dass wir die TM von einem Mädchen bekommen, das gerade ihr Pokémon verloren hat. Irgendwie. Route. Was für 27 waren wir? Town Map? Ist die gleiche, oder? Ja. Ist die gleiche, hätten uns auch theoretisch ein Wasser-Pokémon fangen können. Neben Blutzug, aber wollen wir natürlich nicht. Gut. Ich glaube, für die Fischer ist unser Gewaltrot ziemlich gut. Deswegen werde ich das mal beibehalten. Yeah, ich habe ein Biss hier. Meint der jetzt mich? Ich will den definitiv nicht an seiner Angelrute beißen. Ich glaube, der hat was falsch verstanden. Oh Gott, bitte hab keine Eisattacke, ich würde weinen. Ich gehe hier Risikos ein, die eigentlich... Okay, oder wir knocken es aus, die eigentlich unnötig sind, aber... Wir können es einfach. Das ist Grund genug, dafür zu gehen. Und... Maske... Cubey! Was hast du da zu suchen? Yo, wir wechseln mal zu Lord Death, einfach weil wir es können und ich glaube Aquagranate ist das stärkste, womit uns Gewaya treffen kann, oder Maskeregen besser gesagt. Eine Attacke sollten wir definitiv aushalten und ich glaube, dass Firespin... Ha? Ha? Das macht ja überhaupt nichts. Egal, jetzt habe ich unser gutes Galoppa schon drin. Jetzt wird es das auch besiegen. Das hat er definitiv. Nein! Maske Regen, du wagst es nicht! Geh einfach mal für Takedown und hoffe, dass es ein Tuit-KO ist. Stimmt, ich sehe ein Problem mit Galoppa. Ich glaube, Galoppa war früher nicht so gut, einfach weil es. Einen scheiß Special Stat gehabt hat. Obwohl der Special Stat von Galoppa gar nicht mal so schlecht sein sollte. Also ich meine, rein theoretisch. Habe ich schon mal ein spezielles Galoppa gesehen? Nicht wirklich. Nee, nicht wirklich, definitiv nicht wirklich. Was hat denn der für eine Pokémon-Masse? Gibt es in dem Spiel schon Wild Charge? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls. Ha? Huh? Wenn jetzt noch Aqua Jet hat. Ich würde lachen. Ich würde abbrechen. Kann Poliwrath Aqua Jet erlernen? Azumarill, wieso? Wenn man Poliwrath hat. Also ich meine, wenn es Priorität kann, gerne. Würde ich spielen.
Aber ich schätze mal, weil Scrubstill nicht kann, kann es die Weiterentwicklung auch nicht. Wir gehen einfach mal hier weiter. Sei geduldig. Fischen ist ein Spiel des Wartens. Nee, ich schätze mal nicht, dass es das kann. Stell dir mal vor, das würde irgendwann Aquajet erlernen können. Das wäre Wahnsinn. Ich würde es feiern. Okay. Tentoxa ist definitiv kein gutes Pokémon für uns. Weil es eine riesige Spezialdefensive hat. Rap, okay, nicht mehr so overpowered wie in Gen 1. Von dem her in Ordnung mit uns. Dass es dafür geht. Ah ja, was ich noch sagen wollte. Wahrscheinlich kommen die nächsten Tage kein Showdown, oder? Je nachdem, wie es weitergeht. Das hat den simplen Grund, dass ich gerade auf Tilt bin wieder mal. Und ja, Tilt ist definitiv das Schlimmste überhaupt. Alt wechseln habe ich schon versucht, hat auch nichts geholfen. Ja, ist ein bisschen blöd, weil ich ja auf auf Platz 1 wollte von Aryu. Aber die Aryu-Ladder wird wahrscheinlich nicht mehr allzu hoch sein. Die Rex werde ich mir natürlich noch holen. Aber Platz 1 kann ich wahrscheinlich jetzt vergessen. Deswegen werde ich einfach mal warten und wenn dann wieder die anderen Leitern oben sind, werde ich das versuchen. Oder besser gesagt, werde ich dann in aller Ruhe die Oyu-Ladder hochklettern. Hat den Grund, weil es Ladder-Tournament ist und ich in dieser Woche nicht spielen will, weil ich zu Beginn des oder gegen Ende der Woche, die man da immer Zeit hat, habe ich was zu tun und man muss so ziemlich am Schluss immer laddern und die letzten Spiele natürlich auch noch gewinnen, um dann eben sich 100%ig qualifizieren zu können. Nicht, dass dann jemand von unten einfach durchgeschossen kommt durch einen Lucky Win oder sowas und sich da nach oben katapultiert, wäre natürlich blöd. Und da geht natürlich einiges an Zeit flöten und deswegen diese Woche kein Versuch. Die nächsten Tage werden wahrscheinlich, oder nächsten Wochen werden wahrscheinlich von OU geprägt sein und von Turniermatches, je nachdem. Weil die Cycles, glaube ich, immer die nächsten Tage Freitag, Samstag, Sonntag enden. Und von dem her gibt es da einige Versuche. Ob ich schaffen werde oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob meine Fähigkeiten dazu ausreichen. Müssen wir mal schauen, ob die ausreichen. Deswegen, alles in Ordnung. Mein Limit, glaube ich, ist gerade ziemlich weit oben. Was Laddern angeht. Allerdings fehlt noch ein bisschen was von meinem Können. Ich glaube, ich habe mein Limit so bei Platz 2. Top 5 ist gerade, glaube ich, so mein Limit. Was Ladder angeht, aber Platz 1 schaffe ich noch nicht ganz. Deswegen ist das noch ein bisschen blöd, Platz 1 zu machen. Deswegen ist es auch für mich eine Herausforderung, definitiv. Aber wie gesagt, Platz 1 wird vielleicht noch ein halbes Jahr oder so warten müssen. Wie gesagt, ich weiß eben noch nicht, wie steil die Lernkurve ist. Ich meine, ich lerne immer noch. Und von dem her, ne, wie gesagt, ist blöd, ne? Ist ein bisschen blöd. Ja, deswegen wollte ich das mal nur mal gesagt haben, dass ihr auch Bescheid wisst. Wie gesagt, Rex hole ich mir. Wenn ihr außerdem ein bisschen mehr ins Pokémon-Meta reinkommen wollt oder besser gesagt Pokémon lernen wollt, sind die Suspect-Ladder definitiv immer die Adresse, zu der ich euch persönlich schicken würde. Einfach weil da meistens sehr, sehr gute Spieler sind, die da eben laddern. Weil diejenigen mit, oder besser gesagt, wenn ihr ein bisschen weiter sind, weil da eben ein Großteil der Spieler, Level 50er, schön, weil eben ein Großteil der Spieler, der guten Spieler, eben die Rex weiter oben bekommt. Und die schlechten Spieler, oder die Neulinge besser gesagt, die auch manche Chancen in den normalen Laddern haben und dann irgendwie bei 1100 Punkten
rumfleuchen. Die kommen da nicht über 1000. 50, würde ich mal sagen. Wäre so meine Schätzung. Und deswegen, wenn ihr es lernen wollt, das Spiel, definitiv da. Da ist als erstes versuchen. Vor allem, wenn ihr in ein neues Tier rein wollt, würde ich immer warten, bis ein Suspect ist. Weil es zwei Vorteile bringt. Nämlich eins, ein potenziell spielzerstörender Threat geht, wenn es einer ist. Und wenn nicht, lernt ihr das Meta eben durch die besseren Spieler kennen. Das heißt, es ist so oder so eigentlich ein ziemlich guter Level 62er. Und mit Absorber in One-Hit wahrscheinlich. Es ist schön. Schön. Ach ja. Meine Güte. Wir hatten auch eins, ist aber leider schon tot. Schade eigentlich. Level 66. Level 69, bitte das letzte, lass das letzte Level 69 sein. Oder ein Gyarados, wäre ich auch nicht abgeneigt. Das war es jetzt dann auch in der Hinsicht, was ich zu Pokémon Showdown sagen wollte. Wollte ich einfach nur als kleines, ja, als kleine Zusatzinfo geben. Level 70. Ach komm, ist nur 20 Level höher als wir. One-Hit mit Absorber. Komm schon. Das ist super. Und bringt trotzdem noch 150 Erfahrung. Der Masterbaiter, der Fischer Masterbaiter. Toll. Wie er einfach vom Spiel selbst nicht ernst genommen wird. Schön. Gut, hier möchte ich jetzt dem Vogelfänger zeigen, wer der wahre Vogel ist. Hallo Vogelfänger. Och du meine Güte. Elektrizität ist meine Spezialität. Ich weiß nichts über Pokémon des Wassers. Verdammt. Ich hätte gedacht, dass es ein Vogelfänger ist. Das ist definitiv kein Vogel-Pokémon, kein Flug-Pokémon. Nope. Nope, definitiv nicht. Will ich mal auswechseln zu Hayden? Hayden? Ja, Hayden. Hayden ist, glaube ich, niemals so schlecht. Hat guten speziellen Bulk, von dem her. Wieso haben alle Pokémon auf einmal Unlichtattacken? Auch wenn es nur Biss ist. Es ist unfair. Holy crap. Das war ein Crit. Das war definitiv ein Crit. Einen Crit können wir noch aushalten, deswegen heile ich mich mal ganz langsam wieder hoch. Funkensprung sollte nichts machen. Na, macht auf jeden Fall deutlich weniger. Ich glaube, 20 HP können wir jetzt erholen. Und weil... Ah, Schnüffler. Hervorragend. Wegen den Schnüffler können wir, glaube ich, jetzt auch mit einer Sludge Bomb dieses Manectric, dieses Voltenso, Twit KO'en. Oder One-Hit KO'en, indem dass wir einen Crit bekommen. Das war natürlich predicted. Aber einer unserer vier Reiter der Apokalypse levelt schon ein bisschen langsam auf, ne? Funkensprung macht vielleicht 50. Nicht mal. Ja, da sieht man mal den Kraftunterschied zwischen Voltenso und Elektroball. Das ist gigantisch. Einfach nur gigantisch. Und der Bulk ist aber auch von Elektro ein bisschen besser, so wie ich das sehe gerade. Rollout ist in Ordnung. Wir haben einen Timer auf diesen Electrode, kann auch noch kein Aftermath lernen. Außerdem ist Sludge Bomb kein Move, der direkt berührt. Von dem her, alles in Ordnung. Und wir sind leider Luca. Hallo Luca, wir haben dich besiegt. Gut. Ja, wir sind jetzt soweit durch mit der Route. Haben gelernt, dass wir Steine haben, die uns den Weg versperren. Und ach komm, dich nehmen wir noch mit. Blutzuck, bist noch ein bisschen freie Erfahrung, ne? Und was ich jetzt machen werde, ist erstmal wieder zurückzufliegen. Wir haben ein Pokémon gefangen, wo wir sie fangen dürfen. Ah, und tot. Ist Level 43. Und ich habe Angst. Das sage ich einfach mal so. Huh? Okay. Nämlich die Angst kommt vor dem Arenaleiter und dem Endboss in Silphco. Ich habe nämlich so das Gefühl, wir müssen uns selbst aus Feuerrot bekämpfen. Wäre auf jeden Fall extrem cool, wenn wir Red bekämpfen müssten. Wäre eine coole Hack-Idee.
einfach mal Feuerrot nachspielen aus der Sicht von unserem Gegenspieler. Oder Giovanni. Einfach nur. Oder einem Team Rocket Grump. 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 Ich bin auch so ein Grump. So ein Grumpy Cat. Einfach so einem Grunt. So einem Rüpel. War hier nicht mal. Ich glaube, es gab mal ein Pokémon-Spiel, bei dem hinter einem Bild was versteckt wurde. Und wir kämpfen immer noch gegen Team Racket. Team Bracket. Schade. Hätte mir gewünscht, dass wir nicht gegen uns selbst kämpfen müssen. Aber wahrscheinlich sind sie immer noch alle eifersüchtig auf mich. Das kann ich auch nachvollziehen. Und was ich noch nachsehen wollte, war der Special Attack von unserem guten Death. Der beträgt 80. So schlecht ist er doch gar nicht. Oder hat Firespin einfach nur... Firespin ist einfach nur schlecht. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ich will mal schauen, ob wir eine Feuer-TM haben. Am Stirsel. Ne, sieht gerade nicht gut aus dafür. Solarstrahl. Sludge Bomb. Fire Blast. Das kann unser guter Death bestimmt lernen. Und es sollte auch mal dezent besser sein als Agilität. Fire Spin werde ich mal trotzdem lassen, einfach falls wir ein bisschen Additional Damage bei legendären Pokémon brauchen. Um sie dann in den roten Bereich zu bekommen. Und wir haben öfter Fire Blast. Nice. Nice, ziemlich cool. Death werde ich jetzt auch mal an den ersten Platz legen. Einfach weil ich erwarte, dass der vielleicht ein Magneton hat oder sowas. Hier ist die restriktive Zone. Geheim. Oder ein abgegrenzter Bereich. Du darfst hier nicht rein. Da war ein Verbotsschild vorher. Ja, das kennt ja jeder. Level 28. Junge. Da reicht ja sogar ein Fire Spin für dich. Naja, fast. Da sieht man mal, wie schwach das ist. Super. Na. Ich weine wieder vor mich hin. Einfach weil der Bulk auch von Rapidash so lausig ist. Wirklich lausig. Und wenn wir uns selbst treffen, ziehen wir uns wahrscheinlich die Hälfte ab. Sonic Boom zum Glück. Eine Attacke, die sehr, sehr schwach ist. Und bitte Snap raus. Ah, das wenigstens das war gut. Und wir können das Magnetilo jetzt besiegen. Die einzige Befürchtung, die ich gerade an dem Bereich hier habe, ist ganz simpel, dass wir keine oder bis ganz wenig Erfahrung kriegen. Das ist wirklich das Einzige, was mir Sorgen macht gerade. Magneton Level 28 sollte ein bisschen mehr bringen. Ja. Allerdings auch nicht allzu viel. Jedenfalls im Verhältnis. Ich meine, wir sind Level 50. Bringt extrem, extrem wenig. Wir sind gut, das wissen wir. Deswegen sind wir hier. Und ich glaube, ich nehme noch den Rocket Rüpel an. Oh. Diamantartige Platten sind Teleporterblöcke. Sie transportieren dich in diesem Hightech-Building. Hightech-Bereich. Matt, ich bin so glücklich, dass du hier bist. Die Polizei hat Giovanni im obersten Stockwerk getrappt. Ich denke, du brauchst einen speziellen Schlüssel, um diese Türen aufzuschließen. Cool, wir müssen unsere Kollegen nicht bekämpfen. Das ist... Wow. Wow. Also, einfach nur wow. Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber ich grinse gerade über beide Ohren. Ich finde das extrem cool. Wenn wir jetzt die Polizei bekämpfen müssen, wäre das auch wahnsinnig, wahnsinnig cool. Was natürlich nicht allzu gut an diesem Hack ist, ist, dass so viele Sprites und so weiter wiederverwendet wurden. Und Arten wie zum Beispiel die Brücke oder... dass einfach nur das Gefängnis das Boot war, auch wenn es eine interessante Idee war. Aber es wurde halt doch ein bisschen zu viel wiederverwendet, meines Geschmacks nach.
Vielleicht wurden hier einfach auch nur die Sprites ausgetauscht. Oder wir müssen doch gegen Team Rocket kämpfen. Ich weiß nicht. Oh, die Polizei ist da unten. Nice. Nice. Ziemlich nice. Ich habe gehört, dass die Polizei einige starke Trainer mit sich gebracht hat. Cool. Wer bist du? Ich arbeite für die Silvco. Was soll ich nur tun? Wie wäre es, in die Ecke sitzen und weinen? Wäre, glaube ich, so... Ja, kann man anbieten. Kann man auch bringen. Wir gehen einfach mal Stockwerk für Stockwerk weiter nach oben. Und... Ich denke, du und dein Bruder sind die einzigen, die stark genug sind, um Giovanni zu retten. Ah, ich bin gehypt. Ich bin gehypt für dieses Spiel. Ah, das ist ziemlich, ziemlich angenehm. Und cool, wie uns die ganzen Rocket-Rüpel anfeuern. Dieses Gebäude ist viel zu groß. Und vielleicht wurden die Wissenschaftler einfach nur so dargestellt, als ob sie nicht wissen würden, dass wir hier sind. Und deswegen wurden sie auch so relativ schwach gemacht, weil es eigentlich gar nicht dazugehört. Oder weil die Trainer nicht neu designt wurden. Oh, hallo. Ich verstecke mich nur vor den Polizisten im Gang. Nein! Ah, hallo. Diese Warpblöcke sind sicherlich eigenartig. Wollte ich gar nicht hin, aber kann man mal machen. Sich einfach ein bisschen rum zu teleportieren. Das wollte ich auch nicht. Was? Hier sollten keine Kinder sein. Ich glaube, das war der Jongleur. Ja. Und da nicht zu Silf. Na, Level 29, ist das dein Ernstspiel? Dein Ernst? Da gehe ich jetzt mal für Takedown, einfach weil ich weiß, dass Kadabras spezieller Bulk gut ist und es keine HP oder Defensivwerte hat, was auch immer. Und wenn jetzt noch ein Simsalat oder... Na, ein Mr. Mime sollte eigentlich genauso stehen. Natürlich. Natürlich, wieso denn auch nicht? Wahrscheinlich kommt jetzt auch noch die Verwirrung. Verdammt! Ich gehe trotzdem mal für den Takedown. Tod. Triff dich einfach nicht. Ich hasse dieses Spiel. Das war viel zu knapp. Ach, verdammt. Ich sage es immer mal so deutlich. Scheiße auf die Erfahrung. Wir wechseln jetzt zu Helden und knocken das mit einem Spukball aus. Auch wenn wir schwach gegen Psystrahl sind. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder die Verwirrung. Dann weine ich. Dann hock ich mich in die Ecke. So, Spukball. Wenn das jetzt kein Knockout ist, dann weine ich. Da weine ich wirklich. Ich meine, wir sind 17 Level höher. Bitte, Gengar, bitch, please. Und wenn wir jetzt auch kein Level abkriegen mit Hayden. Gut. Wenigstens eine Sache, die hier funktioniert. 155 Spezialangriff, das ist lächerlich stark. Ach du meine Güte. Das ist wirklich lächerlich stark. Gut, ich nehme da nochmal zwei Tränke für unser gutes Galopper. Der Rest fühlt sich ja noch einigermaßen frisch an. Deswegen lasse ich das mal. Hayden, die... Naja, die 30... nicht mal 30 KP lasse ich mal. So weit unten. Da sind Cops. Oder da ist der erste Cop. Der wird wahrscheinlich der erste... ernstzunehmende Gegner sein. Oh, Matt! Hier ist... irgendeine Art von Schlüssel zu meiner Rechten. Ja, den holen wir uns mal. Den schnappen wir uns. Weil wir es können. Und dann werden wir natürlich erstmal alles so ablaufen und danach die Warblöcke nach, eins nach dem anderen ablaufen, um jedes Item und so weiter aufzusammeln. In der nächsten Folge werden wir unseren ersten Gerechtigkeitshüter zermalmen. Nämlich den, den wir hier gerade vor uns sehen. Außer er sieht uns jetzt. Ich verstecke mich lieber. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Seid ihr genauso gehypt wie ich, wenn wir jetzt dann die Polizei bekämpfen müssen? Ich hoffe ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.